Hallo, ich bin Juli und ich werde euch jetzt wieder ein bisschen mit durch meine nächsten Tage nehmen. Morgen fahre ich nach Hamburg, denn ich habe dort mein nächstes Vorsprechen. Ich bewerbe mich gerade in Deutschland und Österreich an verschiedenen Schauspielschulen und charmanterweise hat mich die HFMT Hamburg in die zweite Runde eingeladen. Juhu! Dort werde ich auf jeden Fall morgen hinfahren. Zumindest war das bis gerade der Plan. Aber ich bin gerade ein kleines bisschen verunsichert wegen dieser Sturmwarnungen. Und ich bin ein bisschen unsicher, was das jetzt für diese Reise bedeutet. Ich wohne nämlich in Bayern, das heißt, der Weg ist auch ein ordentliches Stück. Aber gleich findet online eine kleine Begrüßung statt. Wegen der Corona-Zahlen läuft es jetzt in Hamburg so, dass nicht alle zusammenkommen und da vor Ort begrüßt werden und jeder spricht vor, sondern jeder hat so einen kleinen Timeslot und wahrscheinlich lernt man die anderen BewerberInnen gar nicht kennen, sondern ist halt nur kurz mit der Kommission da. Und die Begrüßung findet jetzt online statt und ich vermute mal, dass da das Thema gleich auch angesprochen werden wird. Ich bin gespannt. Vor einem Monat hatten die Stürme Ilenia, Zeynep und Antonia zur Folge, dass in Europa Strom- und Verkehrsnetze zusammengebrochen, Gebäude stark beschädigt wurden und mindestens 16 Menschen gestorben sind. In Norddeutschland gab es eine sehr starke Sturmflut. Das Wasser stand auf dem Hamburger Fischmarkt 3,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. Die Zahl der Hochwasser in Deutschland hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Das Risiko für immer häufigere und extremere Sturmfluten expandiert mit dem steigenden Meeresspiegel, der durch die Erhitzung unseres Planeten verursacht wird. Die Klimakrise passiert jetzt, vor unserer Haustür und nicht nur vor der der anderen. Unserer Ökonomie, die ja gern als Scheinargument gegen den dringenden Klimaschutz angeführt wird, schadet sie massiv. Extremwetterereignisse haben in der EU seit 1980 bereits Schäden in Höhe von 500 Millionen Euro verursacht. Und sie werden häufiger. Die Klimakrise ist nicht nur bedrohlich, sie ist auch teuer. Lasst uns in 5 Tagen gemeinsam für eine lebenswerte, klimagerechte Zukunft streiken. Ich habe mich dann morgens auf den Weg gemacht, ein bisschen verunsichert durch die Sturmwarnungen. Und obwohl alles draußen gut aussah, überschlugen sich im Internet die Zeitungsartikel und Warnungen. Und letztendlich bin ich dann auch in Erfurt kleben geblieben und konnte nicht nach Hamburg einreisen. Es war sehr schwierig, von dort wegzukommen und letztendlich bin ich dann über München zu meiner Freundin Vicky ins Allgäu gefahren. Denn eigentlich wollte ich sie nach Hamburg besuchen und jetzt konnte ich beides umdrehen. Bei Vicky hatte ich auch wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war zwischendurch auch sehr stürmisch, aber wir haben von den Katastrophen im Norden nicht so viel mitbekommen. Wir hatten zwischendurch auch sehr, sehr schönes Wetter, konnten ganz, ganz toll den Blick ins Allgäu genießen und hatten einfach zusammen auch eine richtig schöne Zeit. Wir hatten einige Zeit zum Schreiben, das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben gelesen, wir haben uns mit Literatur auseinandergesetzt, viele tolle Gespräche gehabt und es war auch alles schön, wobei ich jeden Tag versucht habe, wieder eine neue Zugverbindung zu bekommen nach Hamburg und immer wieder neue Termine bekommen habe, die dann aber am nächsten Morgen daraufhin wieder abgesagt werden mussten, weil die Deutsche Bahn 5 Tage lang oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe 5 Tage lang versucht, nach Hamburg zu kommen und immer wurde die Verbindung wieder gestrichen. Das hatte aber den Vorteil, dass ich bis mittags an Vickys Geburtstag noch da sein konnte. Ich war noch bei der Bescherung dabei und das war auch schön. Bin dann aber um die Mittagszeit abgereist, als die Züge wieder gefahren sind und hatte einen ziemlich anstrengenden Tag, nach Hamburg zu kommen. Ich war insgesamt 10 Stunden unterwegs, musste dauernd umsteigen und bin dauernd an irgendwelchen Bahnhöfen gestrandet, wo ich dann 1 Stunde warten musste. In Würzburg hatte ich wenigstens die Möglichkeit, in einem Café zu sitzen und ein bisschen für die Uni zu lernen und meine Statistikklausur. Das war dann auch ganz gut, ich konnte die Zeit produktiv nutzen. Aber letztendlich war die Reise schon ordentlich anstrengend. Ich habe eine Freundschaft geschlossen, das war auch schön, mit einer ganz, ganz tollen und lebensfrohen Iranerin. Aber naja, als ich dann in Hamburg ankam, war ich schon sehr erleichtert. So, hallihallo, wir haben 22:30 Uhr. Ich bin vor ungefähr 1 Stunde in Hamburg angekommen und war eben noch ein bisschen draußen, um mir etwas die Beine zu vertreten, weil ich jetzt 10 Stunden im Zug saß einfach und natürlich ein bisschen platt bin. Aber mir geht's sehr gut und ich bin richtig motiviert für morgen. Morgen um 9.30 Uhr ist jetzt mein neuer Termin. Ich glaube, das ist jetzt der 4. Termin oder so, den ich insgesamt bekomme von der HFMT. Also ich freue mich schon mal sehr über diese Flexibilität. Werde jetzt wahrscheinlich noch so 20 Minuten Yoga machen oder mich dehnen oder irgendetwas. Und dann spreche ich vielleicht nochmal meine Monologe durch und dann, glaube ich, gehe ich auch schlafen. Denn ein bisschen müde bin ich schon.
Guten Morgen, wir haben 8 Uhr, ich habe gerade schon gefrühstückt und habe jetzt noch ungefähr 20 Minuten, bevor ich das Zimmer wieder verlassen muss und es losgeht zum Vorsprechen. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich finde es immer total witzig. Ich war ja jetzt schon bei einer Handvoll von Vorsprechen und es ist jedes Mal so, dass ich eigentlich echt nicht nervös bin. Also die Wochen davor, die Tage davor und auch am Abend davor bin ich super entspannt. Und am nächsten Morgen bin ich nur aus dem Grund nervös, dass ich drauf warten muss. Es ist die ganze Zeit so. Der Gedanke, vor der Kommission zu stehen, macht mir überhaupt keine Angst. Nicht mal der Gedanke, da zu stehen und sogar meinen Text zu vergessen, macht mir überhaupt keine Angst. Denn ich war auch schon dabei, wie Leute weitergekommen sind und einen Platz bekommen haben, obwohl sie ihren Text nicht konnten, einfach weil sie gut waren. Also es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Und jedes realistische Szenario macht mir keine Angst. Aber was mich extrem stresst, ist das Warten und das Wissen, in 20 Minuten gehe ich los, in 19 Minuten gehe ich los, in einer Viertelstunde gehe ich los. Ja. Die verbliebene Zeit bin ich dann noch ein bisschen meine Texte durchgegangen. Also ich saß am Fenster und habe einfach meine Monologe texttechnisch durchgesprochen. Achtlos. Grausam, wie ein Kind des Spielens müde die Blumen fallen lässt. Und ich habe nichts, dich festzubinden. Dann habe ich meine Sachen zusammengepackt, sehr froh, dass ich jetzt endlich losgehen konnte und mich mit der Bahn auf dem Weg zu der Schule gemacht. War recht leicht zu finden. Ich hatte auch gedacht, dass ich viel länger dorthin brauchen würde und war ein bisschen früher da. Und deshalb hatte ich noch Zeit, im nahegelegenen Park ein bisschen spazieren zu gehen und ein bisschen den Frühling zu genießen. So, von hier aus werde ich jetzt ein bisschen frei erzählen. Also ich kam in diesen Raum und alles wirkte sehr hell, sehr freundlich und genauso freundlich wirkten die Studis aus dem ersten Jahr. Da stand so eine Art Cocktailtisch und da saßen ein paar Menschen dran, die mich begrüßt haben, Impfnachweise gecheckt und den ganzen Stuff. Ich habe mich sofort sehr gefreut, denn ich hatte bisher ein paar Erfahrungsberichte im Internet gesehen und gelesen, in denen Menschen irgendwie nicht so gute Erfahrungen gesammelt haben an der HFMT, weshalb ich darauf vorbereitet war, dass es jetzt vielleicht nicht so das beste Vorsprechen werden würde. Ich würde nicht sagen, dass ich damit gerechnet habe, aber ich war darauf vorbereitet. Ich war quasi offen dafür, dass das jetzt eine miese Erfahrung werden könnte. Und in dem Moment, in dem ich reinkam, hatte ich aber schon den Eindruck, falsch gedacht. Also hier wird's schön. An dem Tisch saßen eben ein paar Menschen aus höheren Jahrgängen. Haben mich alle sehr, sehr herzlich begrüßt, sehr freundlich, offen angeschaut. Also wirklich einfach total nett. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt und ich bin auch im gleichen Raum geblieben. Also es ist quasi so eine größere Empfangshalle gewesen und da standen mit großem Sicherheitsabstand einzelne Stühle rum und ich bin zu einem freien Stuhl gegangen und ich weiß nicht, darauf lag ein Snack, ich glaube eine Banane. Und sogar dieses süße Motivationsschild steht drauf, you can do it, schön, dass du da bist, viel Spaß, toi toi toi. Sehr nett. Was diesmal ganz anders war als an den anderen Schulen, an denen ich bisher war, war, dass ich einfach niemanden von den anderen Vorsprechenden kennengelernt habe. Ich habe noch kurz Gesichter gesehen und einmal winken können, aber ich habe mit niemandem davon wirklich gesprochen. Dafür habe ich mich aber, ich glaube, zumindest so 20 Minuten oder so mit den Menschen aus dem ersten Jahr unterhalten. Ich saß so ein Weilchen auf diesem Stuhl rum und dann fand ich das etwas langweilig. Dann bin ich einfach zu denen gegangen und habe gefragt, ob ich mich dazusetzen darf und das durfte ich. Und dann haben wir uns einfach also kurz so ein bisschen gesmalltalkt von wegen, ah ja, war jetzt schon eine schwierige Anreise und wie ist es denn hier so in Hamburg und so weiter. Aber es war wirklich total nett und ich habe mich sehr wohl gefühlt und fand alle Menschen sehr cool. Ich frage mich da auch wirklich, mit wem die Leute aus diesen Erfahrungsberichten im Internet an dieser Schule gesprochen haben. Ich meine, vielleicht sind die Jahrgänge, die ich nicht kennengelernt habe, 2, 3 und 4 total scheiße. Who knows? Ich habe ja nur mit dem ersten gesprochen und die waren alle nett. Was ich dann sehr, sehr cool fand in Hamburg, aber das hing jetzt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Corona war und wir nur so wenige, aber ich habe einen eigenen Vorbereitungsraum bekommen und ich durfte mir auch aussuchen, wie lange ich da rein wollte. Ich glaube, letztendlich hatte ich 20 Minuten dort zur Verfügung ungefähr. Es stand sogar ein Klavier da und deshalb habe ich ein bisschen gesungen und dann noch andere Aufwärmübungen gemacht.
warnend auf mich zu. Mademoiselle! Glauben Sie mir, es ist besser, Arlekin zu verlassen und den Fürsten zu heiraten. Die raten mir das schamlos. Ja, und dann wurde ich irgendwann wieder eingesammelt und wir sind zum Vorsprechraum gegangen. Ich habe mich an diesem Tag so gut vorbereitet gefühlt wie noch nie. Also mir ging es wirklich richtig gut in Hamburg. Alle waren so zuvorkommend und freundlich und interessiert oder haben es zumindest gut geschauspielert. Ich hatte auch einen richtig guten Tag, also ich habe mich gut gefühlt. Und dann bin ich in den Vorbereitungsraum und da ist auch etwas passiert, was ich sehr, sehr mochte. Und zwar, kurze Storytime zu einem anderen Vorsprechen. Ich war im Januar in Salzburg. Salzburg hat mir ehrlich gesagt gar nicht gut gefallen. Ich fand Salzburg in der ganzen Atmosphäre sehr elitär. Und da habe ich aber unter den anderen Menschen, die vorgesprochen haben, insbesondere eine Freundschaft geschlossen mit einem jungen Mann, mit dem ich jetzt immer noch in Kontakt bin, der auch einen Studienplatz bekommen hat und mich so ein bisschen mitnimmt. Und zudem habe ich nach dem Vorsprechen gesagt, ich würde so gerne mit der Kommission, bevor ich anfange, einfach mal reden, so ein bisschen einen Energieaustausch haben, dass ich die etwas einschätzen kann, dass ich weiß, wie die Stimmung im Raum ist. Ich würde so gerne kurz mich der Kommission widmen und nicht nur, dass es sofort um mich geht. Und dann hat er mich total perplex angeguckt und gesagt, hä, wenn du weißt, dass du mit denen reden willst, dann rede doch mit denen. Total banale Erkenntnis, aber für mich war das groß. Und als ich in Hamburg in den Kommissionsraum gegangen bin, wurde ich begrüßt mit den Worten, ja, nimm dir doch einen Stuhl und setz dich kurz, dass wir uns unterhalten können. Mach das doch bitte noch ein bisschen schöner. Und dann ging's los. Ich durfte mir den ersten Monolog aussuchen, mit dem ich anfange. Insgesamt hatte ich 3 dabei. Das ist der Monolog, mit dem ich meistens beginne, weil er so eine ganz, ganz tolle Figurentwicklung zulässt. Also die Figur in dem Monolog denkt nach auf eine Art und Weise. Wir beginnen von einem Standpunkt, in dem sie selbst nicht weiß, wie sie die Situation einordnen soll. Und am Ende ist sie sich recht sicher, wie sie die Situation einordnet und darüber auch sehr entrüstet und zeigt sehr große Emotionen. Und ich finde diesen Monolog immer ganz, ganz toll zum Einsteigen, weil er so eine Entwicklung möglich macht und so ein Austesten, wo jetzt heute die Grenzen sind und wo es heute hingeht. Also habe ich mit diesem Monolog angefangen, mich damit auch gut gefühlt. Und dann hat sich die Kommission noch einen zweiten Monolog ausgesucht, den sie sehen wollte. Und das ist einer meiner Lieblingsmonologe. Das ist nämlich ein Monolog, in dem ich eine Geburt spiele. Ich glaube, davon habe ich euch auch eigentlich noch nie erzählt. Die Vorbereitung auf diesen Monolog habe ich irgendwann im letzten Sommer angefangen und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe verschiedene Menschen gesehen, die mir dabei geholfen haben, mich mit verschiedenen Frauen unterhalten, die Geburten hinter sich haben, mit denen dann so Atemübungen gemacht, die man in Geburtsvorbereitungskursen lernt. Einmal habe ich diesen Monolog auf einer großen Wiese gespielt, mitten in der Öffentlichkeit. Jedenfalls war ich anfangs bei diesem Monolog, wenn ich ihn irgendwo zeigen musste, immer super gehemmt und hatte das Gefühl, mich vorher rechtfertigen zu müssen, wieso ich jetzt sowas Peinliches tue. Und das ist komplett weg. Also inzwischen ist es richtig locker. Und dann habe ich da eben diese Geburt durchlebt und ich hatte das Gefühl, dass es die Kommission schon sehr amüsiert hat, aber ich fand es auch ziemlich, ziemlich lustig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, ob ich sehr zufrieden mit mir war, aber ich weiß, dass ich jedenfalls nicht unzufrieden war. Und mit diesem Monolog wollte die Kommission dann noch ein bisschen spielen und hat da ein paar Anweisungen gegeben, was ich anders machen sollte oder wie ich das mal anders inszenieren sollte. Bisher habe ich zum Beispiel bei diesem Monolog oft auf dem Boden gelegen und dann sollte ich mal durch den Raum laufen und so weiter. Auch das hat Spaß gemacht und auch das hat, glaube ich, im Raum zu allgemeiner Belustigung beigetragen. Ich glaube, es war jetzt keine Katastrophe, aber ich hatte am Ende eher das Gefühl, dass die Kommission das sympathisch und unterhaltsam, aber nicht gut fand. Als ich fertig war, bin ich raus. Ich konnte nicht so gut einschätzen, wie es jetzt war. Ich wusste, dass die Improvisation nicht so mega war, aber ich war mit meinen Monologen, also mit den vorbereiteten Monologen, eigentlich sehr zufrieden und habe dann draußen kurz gewartet, aber insgesamt ging es mir sehr gut. Und was auch sehr besonders war, war, dass ich schon 5 Minuten später mein Feedback und die Entscheidung erhalten habe, weil ich die letzte Person war, die in der zweiten Runde gecastet wurde quasi oder die vorgesprochen hat. Und dann kam eine Person, eine junge Frau aus der Kommission raus. Sie hat damit begonnen, mir zu sagen, dass ich leider nicht weiter bin. Mein Feedback war sehr kurz im Vergleich zu dem, was ich bisher an anderen Schulen erhalten habe. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, das war wirklich der einzige Punkt, den ich in Hamburg schwächer fand als im bisherigen Durchschnitt. Wir saßen vielleicht so 2 Minuten zusammen.
Das finde ich schon sehr wenig, vor allem, weil ich im Feedback auch immer einige Fragen habe. Also ich möchte ja nicht nur gerne wissen, was sie beobachtet haben, sondern auch, wie ich daran arbeiten kann oder was sie mir empfehlen würden, um mich an der Stelle weiterzuentwickeln. Und das war mau. Da war wenig Impuls drin, wie ich weitermachen kann oder wie ich mich verbessern kann, wie ich an der Stelle arbeiten kann. Und das ist natürlich das, was mich am meisten interessiert. Und da hätte ich mir gewünscht, noch ein bisschen ausführlicheres Feedback zu erhalten. Ich war noch nie vorher in Hamburg, deshalb wollte ich gern die nächsten 3-4 Stunden nutzen, zumindest ein bisschen was zu sehen. Ich bin relativ planlos durch die Stadt spaziert, aber habe ein bisschen Eindruck auf jeden Fall mitnehmen können. Und dabei 2 Folgen des 1,5 Grad Podcasts mit Luisa Neubauer angehört. Sehr große Podcast-Empfehlung übrigens an der Stelle. Und es hat mir ziemlich gut gefallen in Hamburg. Grundsätzlich kann ich das Vorsprechen in Hamburg sehr, sehr empfehlen. Ich war sehr gerne dort, ich hatte Spaß am Vorsprechen. Es kam mir so vor, als wäre es nicht wahnsinnig gut organisiert gewesen. Also ich habe zum Beispiel in den Tagen, als es darum ging, einen neuen Termin zu finden wegen dieser Sturmwarnung, ich glaube, 3-mal am Tag mit 3 verschiedenen Leuten telefoniert, denen ich jedes Mal neu erklärt habe, wie die Situation ist und warum ich nicht kommen kann. Also da die Zwischenkommunikation war nicht so mega, aber alle hatten eine große Flexibilität und ein offenes Ohr und waren sehr nett. Also es war ein bisschen chaotisch, aber am Ende hat ja alles geklappt. Das Vorsprechen an sich war cool, die Menschen waren super nett, die Kommission wirkte auf mich zumindest sehr offen und auch sehr heterogen. Also sehr, sehr verschiedene Menschen saßen in der Kommission, das fand ich auch cool. Das Feedback war ein bisschen kurz, aber unterm Strich hat es mir in Hamburg so gut gefallen, dass es das allererste Mal war, dass ich tatsächlich traurig war, irgendwo nicht weitergekommen zu sein. Ich bin ein bisschen traurig und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich traurig bin, dass ich raus bin. Ich mochte es wirklich sehr dort. Ich bin ein kleines bisschen traurig, das kann ich nicht leugnen. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, hier hinzukommen, denn es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr, sehr wohl dort gefühlt. Und wollte noch sagen, dass ich Hamburg als Großstadt richtig angenehm finde. Ich finde Großstadt auf eine Art und Weise inspirierend und ich verstehe auch total, warum Menschen beispielsweise nach Berlin ziehen, aber mich zieht es dort nicht hin. Aber in Hamburg hat es mir dafür, dass es eine riesengroße Großstadt ist, richtig gut gefallen. Also in Berlin war ich noch nie vorsprechen, aber ich war schon ein paar Mal in Berlin und das ist echt nicht meine Stadt, glaube ich. Und Hamburg war ganz, ganz toll. Von Sekunde 1 an mochte ich Hamburg sehr. Ich hoffe sehr, dass das Video hilfreich war und dass ich nochmal ein etwas anderes Licht auf die HFMT Hamburg im Bereich Schauspiel werfen konnte, angesichts dieser ganzen negativen Bewertungen, die ich hier auf YouTube gesehen habe. Es tut mir total leid für die Menschen, die da so schlechte Erfahrungen gesammelt haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da vielleicht dann auch in den letzten Jahren ein bisschen was verändert hat. Ich fand es dort toll und kann sehr empfehlen, dort vorzusprechen. Wünsche euch jetzt natürlich noch einen inspirierenden Tag und eine erfolgreiche Woche und bleibt neugierig. Tschüss!